Es hat einen Grund, dass wir heute in St. Ingbert stehen, vor der Ingobertushalle. Es findet nämlich am 18. und 19. März, es ist ein Samstag und ein Sonntag, von 10 bis 18 Uhr eine ganz tolle Messe statt, nämlich die Gesundheit, Fitness und Wellness. Und hier ist Christian Pirron, einer der Veranstalter, der hier hilft, dass auf 1000 Quadratmeter 45 Stände jetzt am Wochenende da sind, richtig? Ja, das ist richtig. Und wir freuen uns auch schon sehr, dass wir jetzt diese Aussteller akquirieren konnten und dass sie in dem Zuge auch die Frequenzion, die hier herrschen wird an diesem Wochenende, in vollen Zügen auch genießen können und darauf bauen, für ihre Geschäfte in Zukunft ja, besser zu gestalten und neue Erfahrungen zu machen, neue Bedürfnisse zu erfahren von den Besuchern, die hier erscheinen werden an diesem Wochenende. Das ist alles schon wichtig, da dieses Thema Gesundheit, Fitness und Wellness auch immer stärker präsenter wird. Die Informationen, die man sich heute nehmen kann im Internet, das ist schon sehr, sehr vielfältig. Aber ich denke mal, wenn man nochmal einen Ansprechpartner vor Ort hat, einen Fachmann, den man explizit ansprechen kann, ist das wahrscheinlich nochmal ja, diffiziler und die Leute haben da irgendwie so mehr diesen Wohlfühleffekt, denke ich mal. Ja. Das heißt, ich kann natürlich von Stand zu Stand ziehen, kann mich überall informieren über die neuesten Techniken. Die IKK Südwest ist zum Beispiel da, ja, als große Krankenkasse. Es gibt aber auch Stände rund um das Thema Kosmetik, wie schminke ich mich richtig. Also ich sag mal, schöne Themen. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen auf 45 Ständen. Hier ist Martin Gries. Hallo Herr Gries. Schönen guten Tag, hallo. Was ist denn das für ein Aufwand, so eine Messe zu machen? Ja, mit 45 Ständen auf 1000 Quadratmetern hier mitten, ich sag mal, in einer wichtigen Stadt in St. Ingbert. Das ist schon richtig viel Arbeit, oder? Ja, das kann man jetzt wirklich sagen. Das hat mit immens viel Arbeit zu tun. Wir sind geradezu seit 6 Monaten und glaube ich noch länger an dieser Arbeit dran. Wir haben das Glück, halt wirklich noch mit einem Zug aufzuspringen, wie zum Beispiel die Tourismusbörse, die am gleichen Zeitpunkt... Die ist zeitgleich, richtig? Ja, am selben Tag? Ja, die ist zeitgleich am 18.19. März, so wie der Biosphärenmarkt, ganz bekannt halt. Die sind dort hinten, glaube ich, hier. Genau, dort? Die Biosphären. Also ganz tolle Geschichte war, durfte auch da schon mit teilnehmen. Und wir haben das Glück, damit aufspringen zu können. Wir haben werbetechnisch sehr viel unternommen. Wir haben den Schirmherr Christian Schwarzer mit eingeladen, der mit Autogrammstunden geben wird. Wir haben den sechsfachen Weltmeister, Kickbox-Weltmeister Dennis Bauer dabei. Wir haben Mirko Martin dabei als mit einer der weltbesten Boxer, sowohl als auch Jürgen Doberstein. Und die wir dann dementsprechend auch sponsern. Und wir möchten das Publikum dann begeistern mit all den Weltmeistern, die wir hier haben und haben sicherlich viel Spaß daran und wir wünschen uns von der Stadt St. Ingbert, dass sie halt ihr das Ganze hier mitunter unterstützt, dass wir auch sagen können, das war eine gelungene Veranstaltung. Es sollte nicht die erste sein, sondern es werden noch die zweite, die dritte und hoffentlich mehrere Folgen werden. So. Genau, wir sind auch selber da mit der Kamera am Sonntag, schauen uns das Ganze mal an. Da ist das Plakat, ich zeig's mal gerade. Also jetzt am 18. und 19. März, ja, hier in der Ingobertushalle Gesundheit, Fitness und Wellness. Und Martins ist der Messeveranstalter, das sind Sie. Sie haben einen ganz tollen Cocktailservice, das machen Sie schon länger. Sie ziehen praktisch durch die Lande und machen Leute glücklich mit tollen Cocktails. Das heißt, Sie haben schon recht viel Erfahrung in der Sache, also im Bereich Gastronomie. Korrekt. Wir sind seit 16 Jahren sind wir schon auf dem Markt, was Cocktails angeht. Wir haben wirklich sehr, sehr tolle Kunden. Wir sind renommiert und dadurch konnten wir auch dementsprechende Kunden auch hier und Aussteller akquirieren anhand unseres tollen Netzwerkes, das wir haben und natürlich unseren besten Mitarbeiter, auf die ich ganz, ganz stolz bin. Da zeige ich mal gerade, das ist der beste. Nee, es gibt natürlich viele, aber es ist einer der. Wenn Sie ein Stück nach vorne kommen, die Sonne ist gerade, es ist wunderschön heute, ich zeige es mal gerade. Blauer Himmel, wie ist die Wettervorsorge für Wochenende, kann man schon was sagen? Leider Gottes etwas regnerisch, aber auch das wird sicherlich die nicht davon abhalten. Genau, es gibt. Da wir ja in der Halle drin sind, ist das weniger das Problem. Ich denke, die Leute kommen trotzdem hierher, um sich die Informationen zu holen. Und weil St. Ingbert am Messen sind immer gut besucht und ich denke, das wird auch in diesen Wochen so sein, ja. Super, es gibt was Tolles zu gewinnen. Wir haben uns was ausbaldowert für alle, die, ich sag mal, Lust haben, jetzt an einem tollen Gewinnspiel zu partizipieren, denn es gibt eine Gesundheitsbehandlung. So, er schaut schon ganz tief, ja, Sie wissen auch von wem.
Ja, ich denke, das ist die Andrea Greis mit ihren Ringana. Er nickt, da ist er nämlich, ja, die Andrea Greis macht nämlich mit, ja. Und die wird uns nämlich im Wert von rund 100 Euro eine Behandlung zuteilkommen lassen für eine Dame oder natürlich auch einen Herrn, der das gerne hätte. Und das Ganze ist so ein bisschen so zum Ankurbeln der Messe. Wie können Sie gewinnen? Ich beschreibe es Ihnen mal ganz kurz. Ja, Sie schreiben bitte einen Kommentar drunter, es ist relativ einfach. Gesundheit, Fitness, Wellness, Ingobertushalle. Vom 18. bis 19. März 2017. Das bitte als Kommentar drunter schreiben. Und wenn Sie noch mal kurz den Namen der Dame sagen, die diesen renommierten Salon hat. Genau, das ist die Andrea Greis und sie arbeitet überwiegend mit Ringana. Und zwar ist das eine Naturbasis an Pflegemitteln und das macht sie wirklich sehr, sehr professionell. Sie ist wo? Sie kommt aus dem schönen Mandelbachtal. Sehr schön. Ich bedanke mich vielmals. Da ist er. Ich hab die Namen beide mal gelernt davor. Es ist Martin Gries, eigentlich relativ einfach. Und hier ist der Christian Piron. Piron. Beide von Martins, der Messeveranstalter von der Gesundheit, Fitness, Wellness vom 18. bis 19. März 2017 hier in St. Ingbert in der Ingobertushalle. Vielen Dank.